So, hallo und herzlich willkommen hier bei Age of Empires HD Edition. Ja, der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, vielleicht auch von früher, vielleicht spielt er auch gerade die HD Edition. Wir werden gemeinsam im Einzelspieler die Eroberer-Kampagne und die Age of Kings-Kampagnen spielen. Wir fangen an mit der Eroberer-Kampagne und zwar mit Attila der Hunne. Dazu wird jetzt hier ein bisschen was erzählt. Ein aufgespießter Kopf als Trophäe war zu grässlich, um in der Kapelle von Chalon ausgestellt zu werden. Und doch fasste ich erst nach Wochen den Mut, Vater Armand zu fragen, warum er sie behielt. Der greise Priester starrte lange aus dem Fenster und erinnerte sich an vergangene Tage. Ich war dabei, sagte er schließlich. In der Schlacht auf den katalaunischen Feldern kämpfte ich an der Seite von Aetius und Theoderich dem Goten. Ich wusste, dass hier vor Jahrzehnten eine Schlacht stattgefunden hatte. Die Bauern stoßen mit ihren Pflügen ab und zu immer noch auf Skelette und zerbrochene Schilde. Gegen wen, Vater? Fragte ich ihn. Gegen wen habt ihr gekämpft? Er drehte sich um und sein alter, weiser Blick ließ mich erstarren. Gegen Attila den Hunnen, sagte er. Und dann erzählte er mir die Geschichte. Die Hunnen tauchten irgendwann im 4. Jahrhundert aus der Wildnis auf und hielten sich an einem römischen Reich schadlos, das durch Korruption und die Expansion anderer Barbarenvölker geschwächt war. Die Hunnen selbst trieben viele dieser Stämme vor sich her. Sie waren schreckliche Krieger aus den Steppen Asiens, deren Körper von rituellen Narben entstellt und deren Beine vom Leben im Sattel deformiert waren. Trotz ihres furchterregenden Äußeren wäre aus den Hunnen wohl nie mehr als ein Haufen Plünderer geworden, hätte Attila sie nicht angeführt. Er nannte sich selbst die Geißel Gottes. Unter Attila und seinem Bruder Bleda plünderten die Hunnen Skythien und Persien nicht bloß, sie verwüsteten sie. So, wir haben hier ein Ziel. Attila muss überleben. Ihr zweifelt an jeder meiner Entscheidungen? Es scheint, als wolltet ihr selbst Anführer der Hunnen werden. Ja, das wollen wir auch. Nun gut, der wilde Eber haust ganz in der Nähe. Soll derjenige, der dieses mächtige Tier zur Strecke bringt, unser Volk anführen? Hier entlang, Attila! Folgt mir! Bleda treibt uns in den Ruin. Bessere, er kehrt nicht von der Wildschweinjagd zurück. Unfälle gibt es immer wieder. Spuren, Bruder. Reitet voraus. Vielleicht könnt ihr den Eber aufscheuchen. Attila, ohne euer Eingreifen hätte der Eber mich getötet. Schade, dass niemand mehr von eurer Loyalität erfahren wird. Bogenschützen, Angriff! Tja, jetzt müssen wir uns zurückziehen. Und im Dorf erzählen. Attila, ihr Feigling, kämpft und verdient euch das Recht zu herrschen. Es war ein Hinterhalt. Bleda hat versucht, Attila zu töten. Bleda eignet sich nicht zum Anführer. Lasst uns den Rest der Verräter erschlagen. Genau, so sieht's mal aus. Sehr schön. Und dann werden wir seinen Bruder töten. Na komm. Haut ihn um. So. Er wird uns zum Sieg gegen unsere Erzfeinde führen. Bleda ist tot. Wenn Attila ins Lager zurückkehrt, ist er alleiniger Herrscher der Hunnen. So, dann werden wir gleich anfangen zu bauen hier. Und zwar bauen wir hier Holz. Hier werden wir uns ein paar Dorfbewohner machen.
kurzem nahmen die Römer einige Hunnen gefangen. Bleda hat ihre Freilassung arrangiert, aber ich traue weder Bleda noch den Römern. Wir sollten sie befreien. Keine Verhandlungen. Wir haben das römische Lager niedergemacht. Sacher. So, die machen hier ein bisschen Nahrung für uns. Dann werden wir hier mal schauen. Könnten uns auch theoretisch weiterentwickeln. Nicht genug Nahrung. Natürlich nicht. Warum auch? Ach, die Strolche hier, die folgen schon wieder dem Lappen da. Das ist auch so ein blöder. Ach Leute, komm, bleib doch einfach mal hier stehen. So, dann wollen wir sagen, die sollen hier hin. Die sollen dann nachher auch hier hin. Ja, wir müssen dann machen können. Wie viel brauchen wir denn? 500 Nahrung. Na komm, das sollte man doch fast haben. Bisschen fehlt uns noch. So, jetzt haben wir's. Dann entwickeln wir uns mal. So, der hackt hier ganz alleine Holz. Ja. Wir müssen jetzt hier runter, den Weg entlang, und dann werden wir hier eine kleine Stadt finden, die wir, ja, mehr oder weniger niedermachen müssen. Was ist denn hier passiert? Die Pferde müssen wir übrigens zusammen sammeln erstmal. Stellen wir mal hier ab, ja. Da haben wir hier noch zwei. Dann haben wir drei insgesamt. Hier haben wir nochmal drei, da haben wir sechs Stück. Das werde ich euch dann zeigen, warum wir die sammeln. Das ist nicht die erste Aufnahme, die ich mache. Das ist die zweite, um genau zu sein. Die erste ist mir leicht, ja, kann man sagen, in die Hose gegangen. Es hat ein bisschen geleckt, das ganze Spiel. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Internet. Und zwar, ich habe mir das Spiel ja bei Steam gekauft. Ich habe auch noch das Original Age of Empires 2 hier in der Gold-Edition. Und da habe ich mir gedacht, entweder mache ich ein Let's Retro oder ich mache das hier in der HD-Version. Was ja eigentlich im Endeffekt das gleiche ist, ja. Bloß, dass es halt HD ist. Ja, naja. Unter HD kann man viel verstehen, ja. Das ist einfach bloß hier ein bisschen die Grafik ein bisschen aufgepeppt. Das Spiel ist an sich schlecht geschrieben. Von den Entwicklern, ja, die das jetzt nachgemacht haben praktisch in HD. In der Grundversion, wie man es bei Steam bekommt, leckt das Spiel ziemlich. Ich habe mir einen kleinen Selfmade-Patch aus dem Internet geladen, den habe ich drüber gezogen. Und siehe da, es ruckelt nicht. Ja, also hier gut beim Scrollen oder so, ja gut, das ist normal, das war es früher auch schon. Aber so die Bewegungsabläufe und wenn was brennt und so. Und hier die Windmühle und alles. Es läuft alles flüssig, auch wenn viel in Bewegung ist. Ja. Also da müsst ihr euch dann schlau machen. Müsst ihr bei Google mal eingeben. Da gibt es dann einen Patch, den ihr dann benutzen könnt. Ja. Dann habe ich gedacht, normalerweise ist das Spiel ja auf Englisch. Dann habe ich mir aber im Internet die deutschen Sprachdateien dazu besorgt. Habe die drüber kopiert. Und voilà, ist das ganze Spiel schön in Deutsch. So, was ist mit diesen Gäulen hier? Kann man nicht hier irgendwie dieses... Genau, mit Entfernen kann man ja Sachen zerstören. So, dann haben wir hier die Gäule noch. Ich habe bis jetzt bloß insgesamt, glaube ich, 8 gefunden. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo mehr finden. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch welche, wo ich noch nicht gefunden habe, ja. Wäre natürlich auch sehr schön. So, wir sind entwickelt. Was kostet das nächste? 800 Nahrung. Ja, da brauchen wir noch ein Weilchen.
Tja. Ich muss mal schauen, ob man hier... Nein, das können wir noch nicht bauen. Tja, berittene Einheiten. Das upgraden wir mal gleich nebenbei. So, dann wollen wir uns hier mal ein paar machen. Nicht genug Nahrung. Gut. Da ist das Thema auch schon erledigt. Hier, das müssen wir auch nach und nach hier machen. Hier können wir übrigens handeln. Da könnten wir ein bisschen steinlos werden. Und uns ein bisschen Nahrung kaufen. So, was? Ah ja, okay. Gut. Könnten wir uns hier mal 3 Dorfbewohner schnappen. Und dann schauen wir mal. Das hier reisen wir dann auch gleich nieder. Da ist dann ein schönes Gold für uns. Wenn das Gold hier nichts mehr hergibt. So, dann holen wir uns hier noch einen zum Holzhacken irgendwie. Die sammeln gerade noch die letzten Beeren ein. Die gehen dann auch gleich zur Neige. Die Felder halten auch nicht ewig, ja. Also ihr seht gleich, das Feld ist weg. Das kostet dann jedes Mal Holz, das wieder zu erneuern. Da haben wir ein paar mehr. Bauen von diesen Feldern, dass wir ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Dann natürlich das hier upgraden. Dass mehr Nahrung dabei rauskommt. Ja, dass wir für unser Holz hier, es kostet immerhin 60 Holz, dass wir hier ein bisschen mehr Nahrung rausbekommen. Die hier, das könnte man entwickeln, wenn man es wollte. Will ich jetzt gerade mal nicht. Mich interessiert lieber das hier. Dass man das hier alles erforschen. 100 Nahrung, 50 Gold. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt haben wir hier eine kleine stattliche Armee. Da gehen wir gleich mal hier runter. Ich werde jetzt diese ganzen Türme hier nicht zerstören. Habe ich in der ersten Aufnahme getan. Ich weiß gar nicht für was. Ich weiß gar nicht, wie mir das in den Sinn gekommen ist, diese Spähtürme da zu vernichten. Werde ich jetzt diesmal nicht machen. Hier haben wir genug Nahrung. Beeren, Gold. Da werde ich hier eine kleine... Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wegen der Windmühle hier. Diese 3 Sträucher hier. Aber hier lohnt sich's. Da haben wir nämlich gleich ein bisschen mehr. So, und da haben wir nämlich auch dann hier Tiere. Die wir dann gleich noch abschlachten können. Hört sich zwar grausam an, aber wir brauchen ja immerhin ein bisschen Nahrung. Ja. Schauen wir mal, was uns da unten erwartet. So, dann müsste man gleich am Dorf angelangt sein. Ist ein kleines stattliches Dorf. Mit ein paar Wachtürmen natürlich. Die wir natürlich gleich... So, hier. Nicht an Attila übergeben. Ihr müsst sie euch schon holen. So, jetzt schlachten wir erstmal hier die Einheiten ab. So. So, jetzt gucken wir, dass wir den Turm hier einreißen. Weil die Türme machen böses Aua. Mit der Zeit. Ja, also sofort nicht, aber die nerven einfach. Während wir hier dieses kleine Dörfchen hier niedermachen. Das müssen wir übrigens komplett zerstören. In der ersten Aufnahme habe ich es nicht, also waren die nicht besiegt. Deswegen werde ich das diesmal anders machen. In der letzten Aufnahme wurde ich leider besiegt auf dieser Karte, ja. Ihr werdet sicherlich lachen. Aber mir ist leider, habe ich was vergessen, wir haben ja hier einen Krieger hier, Attila den Hun. Und der gute Mann darf leider nicht sterben und der ist mir leider irgendwie gestorben, habe ich den aus Versehen mit in die Armee genommen und habe dann angegriffen und dann ist der plötzlich tot umgefallen. Und dann war ganz schnell der Ofen aus für mich.
So, deswegen reißen wir jetzt hier erstmal diesen Bogenturm noch ein. So. So, was ist mit dir? Und dem? So. Sehr schön. So, dann lassen wir die hier unten mal einfach fröhlich vor sich hinkämpfen. Das passt dann schon so. So, die zwei haben nichts mehr zu tun. Dann werden wir die hier mal hier hinbringen und den guten Menschen sagen, bau doch hier mal eine Windmühle bitte. Dann sammeln die das hier und die Tiere können sie dann auch gleich sammeln. Die hier zerstören schön jedes Gebäude. Nach einer irgendeinen willkürlichen Reihenfolge greifen die das an. Deswegen lassen wir die einfach hier mal fröhlich vor sich hin. Ja, der Attila, der sollte hier nicht so rumrennen. Schön im Auge behalten. Wir schauen mal, dass wir nachher vielleicht noch einen Tempel oder so, irgendwie einen Mönch, der unsere Einheiten heilen kann. Wäre vielleicht eine tolle Sache. Na, die zwei Dorfbewohner sind dann auch gleich da. Sehr schön. Gut. Dann könnt ihr hier weitermachen. Ja, sollen sie angreifen, was sie wollen. Mir ist eigentlich relativ. Weil bei mir kam letztes Mal die Meldung nicht, dass die besiegt worden sind. Hier haben wir ja, besiegen sie zwei ihrer verbleibenden drei Feinde. Wir haben hier diesen blauen Feind, hier diesen roten, der sich hier drüben aufhält. Und dann haben wir noch einen dritten, mit dem wir uns allerdings verbünden könnten. Das werden wir vielleicht sogar tun. Für dieses Bündnis brauchen wir aber diese Pferde. Ah, komm, hört doch mal auf, ey. Leute. Greift lieber hier was Sinnvolles an. Komm, also, wenn die hier diese Spättürme hier angreifen, dann... Da kotze ich ja. Wie gesagt, lieber etwas Sinnvolles. Sehr schön. Schön, schön, schön. So. Gut, du machst das hier wieder. Dann werden wir uns hier noch ein paar von denen. Und hier werden wir uns ein paar Speerkämpfer. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier schauen wir mal, dass wir uns langsam aber sicher jedes von dem Zeug upgraden. Hier können wir uns die Schubkarre. Dann sammeln die Pfeifen hier schneller. Und sind auch schneller zu Fuß unterwegs. So, die machen hier fröhlich. Das ist ja sehr schön. So, wie sieht es hier unten aus? Schon ganz ordentlich. Liegt ja fast alles in Schutt und Asche. Sehr schön. Während wir hier unten weiterkämpfen, lassen wir die hier oben schön Nahrung sammeln. Ein bisschen Gold, Holz.
was wir halt so brauchen.